Uns total, Tanzen ab der Lebensmitte. Das ist natürlich etwas Besonderes, Gassentanz. Der längste Gassentanz soll ja stattfinden am 20. Mai um 12 Uhr. Und da ein herzliches Dank an die Regina, die das wirklich toll aufbereitet, vorbereitet. Und wir hoffen natürlich, dass es da viele Teilnehmer gibt. In Niederösterreich hat es ja den Rekordversuch schon gegeben mit 328 Teilnehmern. Aber ich denke, in Bruck an der Mur ist zu schaffen, dass viel, viel mehr kommen. Also der Landesverband Steiermark hat sich zur Aufgabe gemacht, Seniorentanz und Tanzen ab der Lebensmitte bekannter zu machen. Und genau aus diesem Grund haben wir den Hauptplatz in Bruck gewählt und zum Glück auch die Zustimmung erhalten, das machen zu dürfen, dass wir hier viele Leute versammeln und einfach zeigen, dass man mit einfachen Schritten viel erreichen kann und schön gemeinsam tanzen. Der Rekordversuch, den wir anstreben, der Landesverband Niederösterreich hat so etwas schon einmal durchgeführt. Da waren 328 Teilnehmer, damals bei strömendem Regen. Heute, diesmal hoffen wir natürlich auf gutes Wetter. Und das ist so unser Ziel, dass wir diese Zahl einfach einstellen können. Ja, also es heißt Gassentanz. Gassentanz, damit ist gemeint eine Aufstellung in einer Gasse, Personen gegenüber, Tänzerinnen gegenüber. Das ist eine Formation. Dieser Tanz wird angeleitet mit einer Tanzleiterin. Also die sagt ganz genau, wie es geht, welche Schritte, welche Drehungen. Es ist ein gut tanzbarer Tanz, also keine Angst, ist auch ganz wichtig, da kann jeder mitmachen. Und es dauert zu einer wunderbaren Musik, Johann Strauss, Sohn, tanzen wir und hoffen, dass wir da viele Leute begeistern können, mitzumachen. Liebe Steirerinnen und Steirer, ich lade euch zum längsten Gassentanz in Bruck an der Mur ein, am 20. Mai um 12 Uhr am Koloman-Wallisch-Platz. Wir freuen uns auf euer Kommen. Wir wünschen uns auf jeden Fall schon Anmeldungen im Voraus. Wir haben in der Steiermark 80 Tanzleiterinnen, das heißt, wir haben sehr viele Tanzgruppen. Wir bewerben diese Veranstaltung auch in unseren Tanzgruppen und wünschen uns natürlich, dass die Tänzerinnen und Tänzer aus den Gruppen sich schon einmal bei der Tanzleiterin anmelden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn an diesem 20. Mai Leute, die auf der Straße in Bruck an der Mur unterwegs sind, einfach der Einladung folgen, sich dazustellen und mittanzen. Thank you.
Informationen über Tanzen ab der Lebensmitte und auch zu diesem Thema Gassentanz findet man unter www.tanzenabderlebensmitte.at oder www.seniorentanz.at. Eine E-Mail-Adresse gäbe es auch, steiermark@seniorentanz.at. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Danke. Perfekt, meine Damen. Danke, danke, danke.